Hallihallo und herzlich willkommen zum achten Teil von Fall Guys. Mein Name ist Sync26 und wir gehen zurück zu Fall Guys. Bevor es weitergeht, wir haben noch 29 Minuten für die Dailies. Die werden wir nachher noch machen. Ihr seht auch, ich habe mich etwas umgezogen. Ich habe neue Hosen, eine Digitalhose, die kann man an- und ausschalten, ein- und ausschalten. Und neue Farbe, ich bin jetzt ein Hellblau. Ich heiße jetzt Big Yellow Fries, ist auch ein cooler Name. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Hauptprogramm. Ich hoffe, ich habe heute keine Internetprobleme. Ich hatte vorhin schon eine kurze Aufnahme, bei dem die Internetverbindung wieder abgekackt wurde. Ich weiß nicht, ob das Internet etwas sperrt, weil es irgendwie böse Software oder so kommt. Oh, jetzt hat es hier noch eine Mücke. Ja, mal gucken. Also wir werden, ich habe auch gar nichts speziell vorbereitet, um ehrlich zu sein. Wir werden einfach eine schöne Zeit haben. Ich werde ein, zwei Themen anschneiden, die mir vorhin in den Sinn gekommen sind, zum Beispiel über nächste Projekte. Da möchte ich euch gerne ein bisschen einweihen, was ich geplant habe. Ich habe nämlich doch einiges im Kopf mittlerweile wieder. Mit Hinblick tatsächlich auf den Adventskalender. Auch wenn das noch etwas dauert. Aber man muss ja Ideen sammeln. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen noch einige Leute umarmen. Die hoffentlich uns auch, sonst zählt die Umarmung nicht. Ja, Fall Guys, ich habe einiges weitergespielt. Ich habe meistens die Dailies gemacht. Es sind 2 bis 5 Runden, je nachdem. Ich muss sagen, das Spiel ist echt, es ist echt nice. Ich hoffe, das wird nach wie vor weiter aufgebaut und weiter aktualisiert und weiter verbessert. Neue Spiele hinzukommen. Dann haben wir hier ein Spiel, das noch ein paar Jahre sehr interessant ist. Auch auf den Konsolen. Auf der Switch ist es anscheinend noch gar nicht draußen. Dafür auf den anderen Konsolen. Ja, ich hoffe, das bleibt uns noch eine Weile erhalten. Ist natürlich ein absoluter Multiplayer-Titel. Aber so macht's auch Spaß. Also es ist gut, es funktioniert gut, aber auch, ja. Drückt mich gegen die Wand. Alles klar. Ich spring hier durch. Oh, schade. Dann springe ich hier durch. Oh ja, schade. Ja, dann springe ich halt hier durch. Das war 2-mal Fail. Das könnte jetzt schon schwierig werden. Jetzt müssen sie einmal verkacken, damit wir einmal durchrushen können, aber wobei, sind das 42? Ich weiß es nicht. Das wird knapp. Nein, leider nicht. Das war nichts. Dann beenden wir direkt mal die Runde. Aber, gute Neuigkeiten. Ich habe eine Runde Fall Guys schon gewonnen. Ja, ist okay. Ich kriege nicht viel. Ich kriege eigentlich gar nichts. Nicht mal die Dailies werden wirklich vorangetrieben. Ich habe eine Show gewonnen. Das war lustig, weil in den vorherigen Runden, also in Runde 1 bis 4... war ich meistens im Mittelfeld, nicht wirklich weit vorne oder weit hinten. Und im letzten Spiel hatte ich einfach Glück. Das war das Spiel, wo man auf die Spitze kraxeln musste. Also auf die Spitze klettern musste und sich dann die Krone schnappen. Ich glaube, dort hatte ich einfach Glück, dass ich mehr oder weniger einfach gerade hochlaufen konnte. Ich konnte sogar noch oben warten, bis die Krone wieder tiefer kommt und dann die Krone schnappen. Und ich habe das erste Hauptprogramm gewonnen, alleine. Und einen Trupp habe ich auch noch gewonnen. Da hatte ich ein gutes Team erwischt. Ich glaube aber, es waren 4 Einzelne. So hat es sich zumindest angefühlt. Aber das weiß man ja nicht. Das weiß man ja nicht, ob das andere Spieler gewesen sind. Und ja. Ja, das Spiel ist wirklich toll. Ich habe meistens jetzt jeden Abend habe ich die. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, ich habe es schon gesagt. Oder vielleicht vorher in der Aufnahme. Ich habe jeden Abend die Dailies gemacht. 3 bis 5 Runden. Glaube ich. Habe ich das jetzt im letzten Video gesagt oder das im letzten Video? Ja, in der Aufnahme seht ihr nicht, weil ich sie löschen musste. Part 8 nehme ich jetzt doppelt auf. Weil Internet hat nicht gegönnt. Das ist natürlich schade. So, jetzt müssen wir etwas weiterkommen. Wir dürfen nicht vergessen, noch hier mit jemandem zu kuscheln. Hier dürfte uns keine Axt treffen. Kein Problem, locker Platz 1. Durchrushen. Ja, schaut euch das an. Wie ein junger Gott.
Die mag ich nach wie vor nicht. Ja, genau. Die mag ich einfach nicht, die Rollen. Die sind einfach doof. Und hier weiß ich halt jetzt nicht, auch nicht wodurch, aber ich glaube, das war gerade richtig. Nein, es war nicht richtig. Was? Wieso hast du jetzt keinen Hechtsprung gemacht? Kleiner Fall Guy. Ah, jetzt ist... Sag mir nicht, ich qualifiziere mich nicht. Komm schon. Das war ja... Das... Gut, wir hatten zwar noch keinen Fail-Part hier. In Fall Guys. Das könnte er heute werden vielleicht. Ich hoffe es eigentlich nicht. Gut. Ja, komm. Ich möchte immer kuscheln. Ja, da. Ja, ich gehe auch. Hi. Na, gehen wir auch mal rein. Ich wollte eigentlich kuscheln. Ich weiß nicht, ob mich mit jemandem gekuschelt hat. Wir haben doch nur noch 20 Minuten für diese für drei Aufgaben. Das wird knapp wahrscheinlich, weil das eine war 6-mal Bronze. Wobei Bronze ist, glaube ich, einfach ins Ziel zu kommen, oder? Besser 50% müssen wir sein. Es dürfte drin liegen. Da fliegt schon mal ein knappen Drittel raus. Und jetzt sind wir in Runde 2. Let's go, let's get ready to rumble. Runde 2. Kirmes wäre auch mal wieder cool, ne? Wie ist das eigentlich bei euch, Kirmes? Ach, das, dieses Spiel, das hasse ich. Das finde ich so schlimm, die Wippen. Wenn du ja nicht an der Spitze läufst, ist alles kaputt. Findet bei euch Kirmes, Kirmen statt? Kirmen? Kirmes? Kirmen? Ich glaube. Jahrmärkte, sagen wir es so. Weil bei uns ist nach wie vor etwas verhalten. Ist aber auch verständlich. Nachvollziehbar, sagen wir mal so. Aber trotzdem würde ich gerne mal wieder in eine Kirmes gehen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und es geht ja nicht darum, irgendwas zu machen. Einfach. Vor allem, um einfach mal wieder durchzulaufen, etwas zu. Das habe ich beim Spieler letztes Mal gesehen. Da kann man wie bei Mario immer Hechtrollen machen. Da bleibt man auf der Schräge. Ja, hi, hi. Du dumme Möwe. Was du bist eine Taube, ist ja aber egal. Nein, okay. Ich mag die Wippen nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, wir sind sehr, sehr weit hinten. Können wir uns schleudern lassen? Ja, eine Wippe haben wir übersprungen. Nice. Nein! Ach, Kacke. Können wir uns ins Ziel schleudern vielleicht? Das wäre viel cooler. Ach, nee. Ich hasse dieses Spiel. Hi. Komm, hi. Wer kuschelt mit mir? Ich glaube nicht, dass ich ins Ziel komme. Okay, so, jetzt komme ich ins Ziel. Nein! Ach ja, hi. Hi. So, jetzt. Ja, es sind viel zu viele da vorne. Ah, dieses Spiel gewinne ich so selten. Oder also gewinnen. Also bei diesem Spiel komme ich sehr selten weiter. Das ist so ein bisschen mein Nemesis. Kryptonit? Sagt man das so? Ja, 6-mal qualifizieren. Das dürfte schon noch funktionieren. Aber es hat mich niemand umarmt. Zurück umarmt. Hm. Wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten. Komm, das sehen wir jetzt knallhart durch. Knallhart. Vielleicht geht es für euch noch in der nächsten Aufnahme weiter. Das könnte sehr gut sein. Ein Fun Fact auch zum heutigen Video, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber es gibt aktuell auch nicht so viele Fun Facts. Ich nehme das Video am 28. auf und heute habe ich kein Video, das heißt, dieses Video seht ihr auch heute noch. Jetzt kommt schon wieder diese Scheiße. Ach nee.
Ich hasse die Wippen. Bitte nicht. Ich weiß nicht, wie ich da genau vorgehen soll. Die genaue Taktik und so. Ich mag die nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich muss warten, bis ich wieder weiterlaufen kann. Ja, zeig mir die Wippen. Komm, zeig mir, wie toll sie sind. Super toll. Ha, ja, so toll. Ich bin vorne. Vielleicht doch gut. Mal gucken. Okay, ich hab getrollt. Ich glaube, jetzt kommt Karma ins Spiel. Oh nee, das fallen doch alle runter, oder? Nee. Ja gut, wenn es zu steil ist, ist es zu steil, ne? Ja, am Anfang, wenn du am Anfang dort an der Klippe jemanden hältst, fällt der dann runter. Weil es zwischen den Wippen hat es eine kleine Lücke. So, gehen wir weiter. Wir gehen neben dem Gelb. Vielleicht habe ich noch eine kleine Chance. Weil die ersten sind auch noch nicht im Ziel. Ach ja, wahrscheinlich. Jetzt gehen alle nach rechts. Ja, das war klar. Das war klar. So. Ist wieder ausgeglichen. Schön in die Mitte. Vier sind schon im Ziel. Wir haben aber noch eine ganze... Ja, weißt du was? So. Das wird sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Gehen links durch. Das könnte vielleicht reichen. Ach, es reicht doch nicht. Hi. Möchte mich niemand umarmen? Weil wenn da jemand durch ist, ist es durch. Ja. Vielleicht qualifiziere ich mich doch noch. Nein! Ja, es ist eine Failfall. Hi. Ich möchte kuscheln. Hallo. Kuscheln. Ja, kuscheln. Ich ärgere andere Spieler. Hallo. Das hätte sowieso nicht gereicht. Bekannter Name? Ah, ich bin Level 25. Hat vielleicht doch jemand mit mir gekuschelt? Weil so viele Levels dürfte es eigentlich gar nicht gegeben haben. Ja, es hat mich zwei Spiele umarmt. Ich habe es nur nicht gesehen. Ja, Level 25 und 3 Kronen für mich. Oh, Spelunky schalten wir bald frei. Wir haben das Krokodil bekommen. Bald gibt es neue Augen, so wie das aussieht. So, jetzt müssen wir uns nur noch ein paar Mal qualifizieren. Ja, Fehlfolge. Aber das kennen wir aus jedem Projekt einmal mindestens. Und anscheinend ist Part 8 die Fehlfolge. Das muss halt sein. Aber ich kann euch schon mal sagen, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, wir spielen ein bisschen Story of Seasons. Also ich werde wahrscheinlich heute noch aufnehmen. Und dann schauen wir uns mal Story of Seasons an. Es wird sehr, sehr umfangreich. Ich habe mich schon etwas vorbereitet. Zum Beispiel habe ich meinen Partner schon ausgesucht, den ich im Spiel dann heiraten möchte. Mich dementsprechend informiert, wann sie Geburtstag hat, wann sie, was sie mag und was sie nicht mag. Und alles andere wird sich zeigen. Es wird wahrscheinlich gar nicht so einfach. Und vor allem, ich mach's mal mit einem offenen Ende. Also es ist ein losgezockt und kein durchgezockt. Türenlauf, das kann ich, aber das verkacke ich bestimmt auch wieder. Da muss man einfach etwas Glück haben. Weil hier ist es mega gewuselig. Gewuselig? Es ist wuselig. Ansonsten falle ich jetzt auch noch aus. Nicht aus. Ansonsten geht halt hier auch in Runde 1 fertig aus. Und dann wollte ich noch eine Runde starten. Aber ich muss doch diese Dailies mit 20 Minuten, das dürfte doch drin liegen. Wobei es ist schon knapp. Viertelstunde, 4 in 5 Runden, 4 Runden. Schwierig. Taube. Ich wusste, dass die Taube richtig auswählt. Ich auch. Aber ich nicht.
Aber ich. Ach, komm schon. Ma. Ich muss jetzt niemand mehr umarmen. Okay, sie bleiben auch hängen. Das Hühnchen ist cool. Hallo, Hühnchen. Hallo. Okay. Zwei Türen, das heißt, wir haben Platz. Nein, in der Mitte ist es nicht. Es ist links. Links, links, links. Ja, kommen wir weiter. Nein, wir kommen nicht weit. Das Spiel, wirklich. Wir kommen weiter. Aber, wir sind sogar unter den besten 50. Das heißt, wir haben nochmals eine Bronzemedaille bekommen. Es sollen lieber Spiele kommen, bei denen ich gut bin, wie Jungle Jump. Da bin ich recht gut drin. Das habe ich jetzt schon öfters als erster beendet. Aber nicht sowas. Nein, Story of Seasons, das wird spaßig. Es wird eine gute Zeit, es wird eine gemütliche Zeit. War zwar gemütlich in den ersten paar Monaten, Jahren. Schwierig, weil man muss echt viel Geld verdienen, um die Farm voranzutreiben. Ich denke, die meisten werden, wenn ihr dieses Spiel nicht kennt, die werdet wahrscheinlich Stardew Valley kennen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es umfangreicher ist. Das habe ich bisher noch nicht gespielt. Und ja. Das Rollfeld mal wieder. 16 müssen ausscheiden, dann geht es weiter. Sollen wir hier, wir bleiben auf blau? Ja, wir sind ja auch blau. Hört auf, mich runter zu schubsen, sonst schubse ich auch. Wir lassen alles leben. Wir werden niemanden ärgern. Niemanden. Außer die Taube. Nein, wir ärgern niemanden. Und dann werden wir erfolgreich in die nächste Runde kommen. Der ist cool, der Skin mit dem Hut. Ich möchte auch so einen Hut. Ich habe ja auch immer Baseball Cap auf. Ja, in den Videos nicht. Weil ich glaube, wenn... Gut, ich habe kein Greenscreen. Ich könnte locker einen Hut anziehen, aber... Ich habe Indoor halt kein Baseball Cap an. Da muss ich auch ehrlich sein mit euch. Weil ich nehme ja in der Freizeit auf und da trage ich kein Baseball Cap. Aber sobald ich da rausgehe, hat der Eagle ein Baseball Cap auf. Jetzt habe ich meinen Popschutz angespuckt. Sehr schön. Wichtige Nährstoffe für den Popschutz, damit er wachsen kann. Es müssen noch 5 ausscheiden, dann komme ich noch eine Runde weiter. Oh, ich bin so stolz. Oder ist das Spiel bald fertig? Das Überlebensrollfeld ist nah, meist nicht ganz so schwierig, finde ich. Wow, holy. Das Rollfeld als Rennen finde ich wiederum etwas schwieriger. Hey, was möchtest du? Nein, 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 du kleine Ratte! Das darf nicht wahr sein. Ich möchte mal schnell sagen, ich habe nichts gemacht und der hat mich runtergeworfen. Naja, egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Egg26. Ciao zusammen.